So, es hört überhaupt nicht auf mit Facebook, wie sie sich sträuben, dass das Staatenlos Desinfo in Aktion von mir nicht gepostet wird und nicht klargekommen, ja, ist der Hammer, weil jetzt posten wir das über Annes Account und bei Anne passiert jetzt genau dasselbe. Sie bekommt einfach ohne eine Warnung oder sonst irgendwas, ja, wird einfach diese Handlung blockiert, sie kann jetzt nicht mehr posten, ja. Und wie gesagt, seit gestern, seit ich dieses staatenlos Drecksgeschwafel von dem Penner klargestellt habe, oder klarstellen will ja hier, lässt man mich hier nichts mehr machen. Und wie gesagt, die Anne hat jetzt dasselbe Problem. Sie hat die Sachen von mir gepostet und darf jetzt nichts mehr posten. Wie lange ist nicht, wird nicht gesagt. Das ist also dasselbe Ding, ja. Und hier kann man jetzt sehen, was ich da auch gepostet habe, oder die Anne jetzt gepostet hat für mich, ja. Sieht man jetzt bei der Anne, also wieder alles anders. Ja, aber hier unten haben wir halt eben auch der Silke Rademacher, das ist die Freundin von dem anderen, der hier bei denen noch immer rumsteht, der hier immer postet in meiner Gruppe. Und die postet ja auch. Und da hat die Anne das Video von mir drunter gemacht und sie markiert und geschrieben, schöne Grüße von mir, weil ich kann hier nicht mal kommentieren mehr, ja. Ja, dass sie aus der Gruppe fliegen, wenn sie das nicht klarstellen. Die posten hier einfach fleißig weiter. Die Affen. Benutzen meine Plattform und so weiter und stellen mich hier als sonst was hin. Naja, egal, auf jeden Fall Stasi-Book vom Feinsten, ja. Und ich habe in dem Video gesagt, dass der Klaasen mal neben sich gucken soll, wer da so steht. Und ich habe recht damit, ich weiß das ja. Und ich glaube, der Klaasen ist kein Geheimdienst oder so. Der Klaasen ist einfach nicht, der blickt halt nicht so richtig durch und ist selbstherrlich bis zum Anschlag und tut alle über einen Kamm scheren, weil das nicht ganz schnallt. Die Halbwahrheiten, die er dann manchmal auffasst, ja. Naja. Wie auch immer. Deine Webseite ist trotzdem ganz gut. Nichts damit, aber die Sache selber, ja, wenn es mal Millionen machen würden, aber unterwandert bis zum geht nicht mehr. So, Stasi-Burg zum wievielten Mal, ne? Ich stoppe jetzt die Aufnahme nur. Also hier bin ich ja mit der Anne verbunden, das sieht man schon, ne? Und so, ja. Dann hier, das ist dann mein Account hier mit meinem Ding. Da habe ich jetzt eben posten können, komischerweise. Aber ich habe den Link später hinzugefügt. Ich habe nur geschrieben, dann haben sie mich das machen lassen. Und jetzt gucken wir mal, vielleicht darf ich jetzt wieder. Wir können es ja mal versuchen, gerade wenn wir schon dabei sind. Ich will das jetzt teilen. Teilen. Schon mal, genau, da ist es noch nicht. Posten. Nein, ich darf nicht. Ja? Ich darf nicht. Und daher habe ich es ja ausgetrickst. Eben hier habe ich es über Staatsterror gemacht. Aber hier oben habe ich eben gepostet. Ne? Und ich habe extra, ich habe das geschrieben und habe den Link nicht dazu gemacht. Dann wurde es gepostet und den Link habe ich nachträglich eingefügt. Ich denke, wenn ich den Link dabei gemacht hätte, hätte ich es auch nicht machen dürfen. Also Stasi-Book ist wirklich mehr als Stasi, ja. Eine ganze Ecke mehr, ein dreckiger Übler. Aber wie gesagt, meine Forderungen belaufen sich auf 2, 3 Millionen für die letzten, ja, vielen Jahre, für meine Accounts, die sie gesperrt haben, den ganzen Terror, den sie gemacht haben. Klargekommt. Und vielleicht schließen sie ja noch andere an, weil hier sind ja genug Leute, die ein bisschen so, ne, schikaniert werden von dem Verein. So, Video stoppen.